Auf geht's. Ab geht's. Ein Tag wach. Energiemünze dahin. Jetzt müssen wir aufpassen. Wenn ich jetzt hier das mache, ist dieses Item deaktiviert. Steht oben drüber. Ja, hier steht das. Wenn ich jetzt das als Rote mache, ist dieser Text ist deaktiviert weg. Das heißt, wir kriegen jetzt jede Runde 4 Energie. Und das ist echt viel. So, den räuberischen Waschbären und den Rattenwolf. Kennen wir beide? 1, 2, 3. Ich könnte jetzt 3-mal angreifen. Aber trotzdem noch einmal das Schild benutzen. Leistung reaktiviert. Wird am Ende der Runde eintreffen. Wenn 6... Wenn wir dem mindestens 6 Schaden machen, macht er eigentlich nichts. Aber wir werden ihn einfach so besiegen. Jetzt nochmal 3-mal auf den einschlagen. Nächste Runde. Reorganisiere, um dieses Item zu erhalten. Rüstungstrank. Och nö. Jetzt kriegen wir 9 Schaden, weil ich gerade nicht aufgepasst habe. Vollidiot. Ein neues Level. 1, 2, 3 und 1 nach oben. Fertig. Items erhalten. So. Haben wir irgendwas Neues? Den Schwächetrank kennen wir schon. Schlüssel. Ja, wir haben es jetzt deaktiviert. Aber ich finde das sowieso gelegentlich echt schwer. Wir brauchen viel Schutz. Und Schutz ist meistens deutlich wichtiger als noch eine zusätzliche Energie. Den Trank nehmen wir einfach mal so mit. Pass auf, und jetzt brauchen wir gleich einen Schlüssel. Leben holen wir uns mal. So eine wunderschöne kleine Statue. Trinken wir kurz was. So eine wunderschöne kleine Statue. Klick mal drauf. Wir haben um 5 geheilt. Super. Läuft. Gold, was auf dem Boden liegt, kann man immer gebrauchen. Hallöchen. Guckt, nur durch diese beiden Items haben wir jetzt sofort 9 Rüstungen und der ist komplett rausgenommen. Wir setzen 2-mal das Schwert ein. Fügt allen Gegnern langsam hinzu, fügt allen Gegnern schwach hinzu. Ja. Werf. Und könnt ihn sogar noch einmal angreifen. Juhu. Wieder ein Statuseffekt, der uns das Inventar verkleistert. Rauschen. Dies ist eine Gefahr. Dieses Item schwebt, das heißt, es wird immer sofort oben sein. Wenn dein Zug endet, erzeugt Rauschen in einem Feld darunter. Wenn genutzt, tut weh, fügt dir 2 Schaden zu. Das heißt, ich habe die Wahl, entweder ich lasse mir das Inventar vollkleistern, oder aber ich krieg 2 Schaden. Und dadurch, dass die Items sich vermehren, wir hauen drauf. Was haben wir hier? Kappe. Ah, ist ein schlechterer Lederhelm. Oh man nicht. Oh man nicht. Haben jetzt ein neues Level. So, nicht wundert, dass das jetzt so komisch aussieht. Hat einen Grund. Billig. Items erhalten. Du landest hier drüben. Jetzt haben wir das nämlich
einzeln. Diagonal kann nichts kommen. Wenn wir das Feld freilassen, ist alles super. Wir haben neue Items. Das verschmutzte Handtuch ist ein Schild. Gewöhnlich, wenn benutzt, fügt 12 Block hinzu. Ist super. Fügt 3 Brand zu sich selbst hinzu. Das ist mega kacke. Man selbst will keinen Brand. Hier haben wir den Peridot, der ein Gift auf die Waffe gibt. Können wir sogar mitnehmen. Blub. Minus 1 Schaden, plus 1 Gift. Obwohl. Ach, das lohnt sich nicht. Plus 1 ist meh. Guckt, dadurch, dass man das Item wieder rausgenommen hat, kann man immer noch 3 Items nehmen. Wir nehmen Glück. Wir nehmen das giftige Kunai. Ist ein Projektil, wenn benutzt, fügt allen Gegnern 3 Schaden zu, fügt allen Gegnern 6 Gift hinzu. Das ist Hammer. Und der Rüstungstrank. Gibt einem 25 Rüstung, ja, warum nicht? Was hast du anzubieten? Wir geben ihm den Rüstungstrank, warum nicht? Und wir kriegen dafür den Gifttrank. Trank, Konsum-Item. Gewöhnlich. Wenn benutzt, fügt allen Gegnern 6 Gift hinzu. Die Buffs sind karg. Eine Biene. Wir werfen erstmal einen Gifttrank. Jetzt sehen wir gleich, dass die Biene nichts mehr machen kann. Giftkrankheit wird in diesem Zug nichts tun. Dadurch, dass ihre Lebenspunkte unter die Anzahl an Giftmarken gefallen ist. Der hier macht jetzt bloß noch 6 Schaden. Das heißt, wir können wunderschön ignorieren, was er macht. Ich hätte auf ihn einschlagen sollen, aber egal. Bronzene Brustplatte. Angrenzende und diagonale Rüstung erhalten plus 2 Block. Angrenzende Waffen plus 1 Schaden. Das heißt, du kriegst plus 1 Schaden. Fügt nur 2 Block hinzu. Das heißt, 2 sind wir bei 4. Weil der kriegt ja plus 2. Wenn wir Glück haben, kriegt man irgendwann mal einen Helm. Jetzt ist die Frage, machen wir das oder machen wir das nicht? Wir organisieren mal neu. Das heißt, du fliegst raus, du kommst rein. Irgendwie anders hinlegen, dass wir die in dich rüber, dich rüber. Nee, kriegt man nicht hin. Nö, egal. Jetzt haben wir plus noch eine Energie. Die nutzen wir für einmal blocken. Eine Wasserflasche. Jetzt kriegen wir plus 8 Rüstung. Aber sobald wir irgendwie einen Helm hier oben haben oder 2 Helme, hat sich das schon mehr als amortisiert. Der macht genau 7 Schaden. Das heißt, wir können wunderschön ihm zurecht prügeln. Und wir kriegen natürlich den schlechtesten Helm, den es überhaupt gibt. Wir nehmen das. Wir nehmen das. Wir nehmen den Ring. Nee, den Ring nehmen wir nicht. Wir
nutzen die alternative Aktion. Damit sind. Oh, okay, der Ring wäre ewig gewesen. Der Schleifstein ist zu super. Den müssen wir nehmen. Hier haben wir einen Helm. So, und jetzt ist die gesamte Aktion schon mal besser als vorher. Du gehst zur Seite, damit, dann rutschen wir dahin, du dahin, das Schild dorthin, du hier, du da. Wir haben nichts, was das Schild verstärkt. So, was haben wir denn hier? Giftige Efeu. Pflanze, Zubehör. In jedem Kampf fügt dir 4 Gift hinzu. Wenn angegriffen, fügt Gegner 5 Gift hinzu. Das heißt, wir haben am Anfang einmal mit Gift zu kämpfen oder danach wird der Gegner vergiftet, wenn wir angegriffen werden. Oh, das klingt gut. Man will zwar keine Debuffs haben, aber das klingt zu gut. Ah! Lederrüstung. Der flüchtige Trank. Konsum-Item. Wenn genutzt, verursacht 30 Schaden und wird zerstört. Der Lebenspunkte-Ring und das brüchige Messer kennen wir ja. Weiter geht's. Pro Runde kriegt man, pro Ebene kriegt man anscheinend jetzt 5-mal Essen. Nice. Lass uns einen Deal machen. Nee, ich habe gerade noch keine Lust auf Deal. Bin gerade noch voll. Was ist bei dir? Noch ein Deal. Nein. Erfahrung mitnehmen. Quack, quack. So. Wir haben hier 8 Schaden jetzt. Wir haben instant 12 Rüstung. Und wollen zuerst die Fledermaus killen. Den Gremlin. Nutze einmal den Stein. 1, 2 und Patsch. Das ist interessant zu wissen. Gift wird vorher nicht von der Rüstung abgezogen. Okay. Das heißt, wir brauchen definitiv ein Heil-Item. Weil Feuer wird von der Rüstung abgezogen. Neues Level. Du landest weiter da hinten. Das heißt, wir können da nochmal hinmachen und da. Finish. Items erhalten. Du wanderst weiter da in die Ecke. Du fliegst raus. Ah, für jede Gefahr. Nö. Sehe ich nicht. Den dahin, das heißt, der geht darauf, der geht auch da drauf. Haben wir noch ein Helmchen? Ja, passt noch. Mahlzeit. Ja, mehr brauchen wir nicht. Ab jetzt wird's lustig. Ein Händler. So, was haben wir? Alte Münzen. Kann in Havens Hill für 10 Gold verkauft werden. Verwitterte Kupfermünzen. Jemand wird sie kaufen. Gute Ansage. Was haben wir hier? Lieferungen. Selten. Verkauft für 40 zusätzliches Hammermaterial in Havensack Hill. Ui. Das klingt gut. Kriegen wir irgendwie.
Map. Wir haben noch zwei Gegner kriegen. Ich hoffe, wir kriegen genügend Erfahrung zusammen. Hallöchen ihr. Erstmal das. Den Dieb kennen wir ja schon. Weg mit dir. 17. Die machen genau 17. Können wir ignorieren. Einmal einsetzen. Schlink. Wir sind eine Killermaschine. Das kann echt knapp werden. Rüstung fügt mehr Block hinzu. Hier haben wir was Neues. Ein Ziegelstein. Dieses Item ist schwer. Schwer ist das Gegenteil von schwebend. Das ist immer ganz unten. Für jedes angrenzende Baumaterial erhält plus ein Block. In jedem Zug gibt es uns ein Block, gibt es uns dann halt Block dazu. Ich habe den Sinn nie verstanden. Ich habe es nie wirklich benutzt. Wahrscheinlich ist es ultra OP. Aber hier können wir, ja, wir nehmen das mal mit, verkaufen es kurz. Hier, eins. Hier haben wir noch was, habe ich übersehen. Rüstung des Erzengels. Kleidung, Rüstung, legendär. Angrenzende Helme erhalten plus einen Block. Angrenzendes Schuhwerk erhält minus einen Block. Für jeden Zug fügt zwei Block hinzu, fügt dir zwei Eile hinzu. Eile ist natürlich geil. Gibt dir halt permanent Rüstung. Immer und immer und immer und immer Wetter. Brauchen wir aber nicht. Hier, du. Eine Schnecke, eine einzelne Schnecke. Lila Schnecke, 40 Lebenspunkte. Du bekommst 7 XP für das Besiegen. In jedem Kampf fügt deinem Gegner 12 Block hinzu. Das ist wahrscheinlich immer die erste Runde. Traubengeschmack. Lecker. Nee, ich koste nicht. Einmal das, einmal die Machete und jetzt hauen wir dich zu Klump. Wird ein Gegner beschwören. Wenn dieses Symbol oben drüber steht, kommt ein zweiter Gegner hinzu. Zum Glück machen wir sie vorher platt. Haben gewonnen. Und haben einen besseren Helm. Den können wir schon mal austauschen. Von 3 Block auf 3 Block. Aber wenn wir jetzt hier unten noch eins hinmachen, kriegt man 4 Block dazu. Hier haben wir den Nadler. Seltene Waffe. Wenn genutzt, verursacht 7 Schaden. Fügt dem Gegner 1 Schaden hinzu. Erhält in diesem Zug minus 1 Schaden. Das heißt, macht zuerst 7 Schaden, dann 6 Schaden, dann 5 Schaden, bis wir keine Energie mehr haben. Das Pikachu-Beil kennen wir schon. Alter Baumstamm. Erschafft ein Kraut in dieser Reihe. Heil-Item, boah, passt. Brauchen wir nicht. Saurer Trank. Immer auch schon. Und die Mütchen. Alte Mütchen. Nö. Mehr wollen wir nicht. Mist, wir haben kein zusätzliches Level gekriegt. Wir können mal jetzt noch rumgucken gehen, was wir denn so kriegen können. Nur Hut. Den Schuhhut. Ich glaube, wenn wir den umdrehen, erhält für jedes Feld überhalb plus ein Block. Okay. Tschüss. Hallöchen.
Ich hab gerade ein Achievement gekriegt. Also der macht 5, der macht 5. Ansonsten würde der nur alleine 5 machen. Okay. Ich dachte, die wären total crap. So, jetzt haben wir einen Platz mehr. Ach, Pikachu-Ball rein, können wir auch noch verkaufen. Du? Was hast du anzubieten? Ein Item, Seltenheit, kriegt man wieder. Da. Was kriegt man da? Ach, ne. Haben wir noch irgendwas, was wir hier anbieten können? Lass uns einen Handel machen. Glücksring. Es sind Etage 2, brauchen kein Glück mehr. Verbände, okay. Verbände sind cool. Die geben, die heilen mich nach jedem Kampf um 3 Lebenspunkte. Wenn man einen Kampf ohne irgendwelchen Schaden übersteht, ist das genial. Ansonsten, meh. Wir heilen uns nochmal. Können wir irgendwas weghauen? Ich fürchte leider nicht. Das heißt, wir können die große Kiste nicht mitnehmen. Schade. Auf zum Gegner. Gittigit. Die Bienen. Wütend fügt bei jedem Angriff ein Wut hinzu. Du bekommst 6 EP dafür. Der vertrauenswürdige Wächter der Königin. Hier ist die Bienenkönigin. Du bekommst 20 XP für das Besiegen dieses Gegners. Die Bienenkönigin befiehlt ihre Armeen. Und die will sofort neue Leute dazu. Die erste Runde brauchen wir uns nicht wirklich drum kümmern. Sieben Schaden auf beide. Immer den Boss angreifen. Die müssen wir so schnell wie möglich platt kriegen. 9, 14, 15, 17. 17 Schaden machen sie insgesamt. Geht derzeitig noch. Die ruft jetzt schon wieder den nächsten. Und gibt dann allen nochmal einen neuen Block. Also dieses Doppelschild bedeutet, sie gibt jedem 9 Block. Deswegen muss man die. Ach ja, stimmt ja, da war ja was. 1, 2. Kriegt man hin. Nächste Runde ist sie platt. Die wollen uns jetzt zugleistern. Das darf nicht sein. Wenn wir die Königin besiegen, fliehen die meistens. Fliehen nicht. Das ist schlecht. Gefahren. Manche Gegner erschaffen Gefahren und zwingen dich, sie deinem Rucksack hinzuzufügen. Sie können in leeren Räumen oder auf Items platziert werden. Achte darauf, wo du sie platzierst. Diese Spezialitems haben negative Auswirkungen und alle Items, die vollständig von Gefahren aufgedeckt sind, werden deaktiviert. Abgedeckt, Entschuldigung. Gefahren werden am Ende eines Kampfes besiegt, wenn du überlebst. Items werden deaktiviert, sprich, lege ich sie hier hin, ist die gesamte Lederkappe weg. Lege ich sie hin, sind die Verbände weg. Wenn diese beiden Schildteile verdeckt sind, kann ich die Schilder nicht mehr benutzen. Wenn das gesamte Inventar voll ist, kann ich kein Items aus diesen Inventaren mehr benutzen. Hier haben wir den klebrigen Honig. Gefahr. Wenn genutzt, wird zerstört. Items dahinter werden für 2 Kämpfe verankert. Das heißt, ich kann sie nicht mehr bewegen. Setze einen hier hin.
Wir kriegen jetzt noch eine zweite Gefahr. Die setzen wir hier hin. Ist, die Heilung brauchen wir nicht. Die ist nicht im Kampf. Die bleiben echt noch, nachdem die Queen gekillt wurde? Okay. Wir killen die. Wir killen die. Den kriegt man nicht mehr gekillt. Doch, krieg mal. Einen vollständigen Kill. Sind jetzt ein Level up. Und hier sehen wir, dieses Item ist verankert. Es wird rot hinterlegt und wir können es nicht bewegen. Hier, ganz normal bewegen. Geht nicht. Wir haben ein neues Level. Wollen natürlich die Rucksackplätze haben. Decken die restliche Karte auf, können uns hier den verlorenen Funken und das Füllhorn holen. Und damit ist der Run schon wieder durch. Willkommen zurück in Helvensack. Wie kann ich dir helfen? Ich möchte verkaufen. Wie funktioniert Forschung? Du kannst Items erforschen, um sie zum ersten Mal erscheinen zu lassen. Ja. Das bedeutet, dass du diese Items jetzt im Dungeon entdecken kannst. Bleib dran und lerne Neues. Du wirst neue Items und Verbesserungen entdecken und neue Bekanntschaften machen. Wenn wir genug lernen, ziehen wir vielleicht sogar einige neue Abenteuer an. Und vielleicht weiß einer von ihnen, was, wie man tiefer geht. Forschung ist ja noch ein Ding. So, immer hier reingucken, die Bibliothek hilft uns beim Forschen. Wir haben nichts. Haben wir neue Einwohner? Wir haben keine neuen Einwohner. Wir haben aber die Quest von ihr abgeschlossen. Dieses Item kann nicht verkauft werden. Was es damit auf sich hat, werden wir später rausfinden. Jetzt erstmal alles verkaufen. Ein Haus. Hier. Blockiert den Eingang. Ach, das blockiert den Eingang. Jetzt haben wir auch noch ein Haus. Jetzt können mehr Leute zu uns kommen. Mehr können wir jetzt noch nicht machen. Mal gucken, ob wir noch ein zweites Haus bauen. Ne, kostet 20. Spiel mal speichern. Weiterspielen. Ich trinke noch mal schnell was. Nom nom nom. So. Wir haben hier alles erledigt. Das heißt, wir haben nichts anderes weiteres zu tun, als mit Purse. Halt, können wir mit dem... Die Bibliothekarin noch was zu sagen? Forschung kann sie das nicht. Nee. Okay.